Hallo liebe Adventskalenderfreunde. Nee, keine Sorge, ich bin nicht eingeschlafen. Das ist auch keine Entspannung, sondern die Position für die heutige Übung. Wir haben dazu wieder mal unser Springseil. Ihr nehmt das Springseil einmal doppelt, zweimal doppelt, dreimal doppelt. Dann habt ihr das ungefähr so. Also die Arme sind dann ungefähr schulterbreit auseinander. Jetzt legt ihr euch auf den Bauch. Die Beine könnt ihr anstellen. Die Arme streckt ihr nach vorne. Hebt den Oberkörper, legt es nach vorne, hebt die Arme. Und jetzt macht ihr ganz kleine Bewegungen nach rechts und nach links. Aber bitte nicht die Arme bewegen, sondern die Bewegung kommt unten aus dem unteren Rückenbereich. Wenn ihr das Ganze noch steigern möchtet, 90 Grad im Kniegelenk, Oberschenkel anheben und dann die Bewegung machen. Bauchmuskulatur anspannen, Bauchnabel einziehen und dann die Bewegung machen. Ich zeige euch, wie das von vorne ausschaut. Also, Arme anheben und dann wirklich nur ganz leichte Bewegungen. Das müssen nur 5 cm nach rechts und nach links sein. Ihr werdet merken, wie das dann im unteren Rückenbereich wirklich reinzieht und dynamisch eure Rückenmuskulatur trainiert. Wie gesagt, bitte nicht die Arme hin und her bewegen, sondern die Arme sind einfach nach vorne gestreckt. Bewegung kommt unten aus dem Rumpf. Sehr gute Übung. Damit wünsche ich euch viel Spaß und hoffe, dass ihr morgen wieder mal reinschaut. Ciao, tschüss.